Welcome to the Darksiders 2 Let's Play. Ja, ich wollte mal auf Englisch den Part ansagen. Wir sind hier, wie schon gesagt, in Darksiders 2. Und da ist ein Steinchen. Und da sind Gegner. Und ich weiß, dass es hier noch eine Secret-Waffe gibt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich da rankomme. Also wieder so eine Legendary-Waffe, meine ich, ne? Wie komme ich da noch mal ran? Das hier rüber? Nee. Dann muss es wohl irgendwie in einem anderen Gebäude sein, was aber genauso aussieht. Nervt nicht. Zumindest kommen auf so einen kleinen Raum nicht so viele von diesen Viechern. Ah, Münze. Okay, was war das für ein Frame-Abbruch? So, Engel 9. Das heißt, wenn überhaupt, haben wir mindestens ein Engel. Halte den Mund. Ein Engel vergessen. Wenn überhaupt. Da geht's wieder runter. Und dann war das wohl doch woanders, oder? Ich weiß nicht. Na, mal schauen. Ich weiß aber, dass gleich wieder geredet kommt. Deswegen stelle ich diesmal Sprachlautstärke mal laut. Damit ihr auch mal was versteht, falls ihr das letzte Mal ver nicht Der verstanden habt, Stab was von geredet wurde. Arafel wurde wieder zusammengefügt. Ich bin versucht, dich zu bitten, diese Waffe einzusetzen, um in diesem Krieg das Blatt zu wenden. Ich fürchte jedoch, dass der Zerstörer ihn sich zurückholt und für seine finsteren Zwecke einsetzt. Nein. Du entfernst ihn besser von dieser Welt und gibst ihn in die schützende Hand der Weißen Armee. Wir werden hier kämpfen, bis die Höllenwache nicht mehr existiert. Ich würde mit euch kämpfen, Uriel, doch das Schicksal meines Bruders führt mich auf einen anderen Weg. Du hast dich als ehrbar erwiesen, eine Tugend, die unter deinesgleichen kaum bekannt ist. Doch wenn ich ihn jemals treffe, wird Kriegs sich für seine Verbrechen verantworten müssen. Er hätte das der Erde nicht antun können. Ich werde dafür sorgen, dass er verschont wird. Tu, was du willst, Reiter. Aber diese Welt ist verloren und das kann nicht ungeschehen gemacht werden. Und was ist mit der Höllenwache, Uriel? Jede Klinge wird letztendlich stumpf. Und darauf zähle ich. Die Dämonen werden umso mehr leiden, wenn wir die Klinge wieder nach Hause zwingen. Gut, das heißt, da wir immer noch eine... Ein Alien... Alien? Wie komme ich hier jetzt mal auf Alien? Da wir immer noch ein... Engel... vermissen, den wir noch retten müssen oder beziehungsweise erlösen. Ich weiß nicht, wo wir den auch vergessen haben. Ich weiß es echt nicht gerade. Wisst ihr was? Ich denke mal, ich werde... Ja, ich werde jetzt offscreen zum Engel hin, den Engel mir holen. Dann treffen wir uns nämlich hier wieder. Weil ihr müsst ja nicht sehen, dass ich den Alien... wieso immer Alien? Oh Mann. Ihr müsst ja nicht sehen, dass ich den Engel abgeballert habe. Sondern ihr müsst nur wissen, dass ich das getan habe. Das werde ich dann offscreen machen. Ich werde nochmal alles ablaufen hier. Und dann sehen wir uns wieder hier, wenn ich die Quest bei Uriel abgebe. Also, bis jetzt. Moin Moin. Ich bin wieder da. Ich habe früher angemacht, als ich eigentlich wollte, denn ich habe die Fäuste von El-Hazar auf meinem Weg hier noch gefunden. Auf dem Weg, um den Engel noch zu finden, um den halt zu töten. Der linke Handschuh ist El-Hazars Blick, denn er ist mit einem Auge verziert, das seinen ersten Sieg in der Arena über einen riesigen Zyklopen darstellt. Der rechte Handschuh ist El-Hazars Macht, denn er trägt Runen, die mit purer Energie scheinen. Zusammen gewähren sie die Fäuste von El-Hazar ihrem Träger viele Vorzüge.
Feinde werden von Hammerhieben niedergestreckt, ihre Körper an kritischen Stellen zerfetzt. Ja. Und da, wo ich dachte, dass ich hier noch eine Legendary Waffe finde, ne? Seht ihr hier? Dieses Gebiet. Einfach nur hier reinspringen und dann habt ihr da das Item. Auf dem Weg habe ich zum einen noch eine Seite des Brot des Todes gefunden, Seite 9 von 10. Hab dann auch ein Relikt von Aether Goth nochmal gefunden, rein zufällig. Und hier sind wir auch wieder bei Uriel und das bedeutet, dass ich auch rein zufällig den 10. Engel gefunden habe. Ich guck nochmal kurz, wie die Lautstärke des Sprachausgabe-Gedingse ist. Also top, aufs Uriel-Quest abgeben. Läuft doch super. Es ist vollbracht. Ich weiß, Reiter. Wenn es noch mehr Engel gibt, die leiden, dann stehen sie hinter uns beiden. Nimm das. Der Himmel belohnt jene, die der Gerechtigkeit dienen. Wir kriegen ein neues Item, der Entzweier. Diese elegante Waffe erinnert an Macht und Anmut ihres ursprünglichen Besitzers, einem Engelwächter der Weißen Stadt. Die Waffen, die von den ehrbaren Wächtern getragen wurden, sind sowohl aggressiv als auch defensiv. Während die Klingen des Entzweiers mehr als alle anderen Klingen in der Lage sind, einen Feind mit überirdischer Präzision und Gewalt zu treffen, kann diese vielseitige Waffe auch eine schützende Sphäre um ihren Träger erzeugen, die Angriffe der Feinde abmildert. Ja, und das sind diese guten Stücke. Moment, erstmal zwei Skillpunkte verteilen. Ich überlege in was. Was ist das denn hier? Raschatzgrab. Es erhöht die Chance auf kritische Treffer beim Angriff mit Teleportschlag. Mit Teleportschlag erhöht sich die Chance auf einen kritischen Treffer um 10. Das ist. Ja, komm. Erstmal das hier. So, das erstmal komplett skillen. So, wir haben. Das sind hier, da. Fäuste von Elhazar. Elhazars Blick und Elhazars Macht. Die haben guten Schaden. Und das ist der Entzweier, ich kann es euch mal zeigen. So. Und einmal die Waffe. Sieht nicht toll aus. Ja. Welche Waffen nutzen wir denn erstmal? So, vom Level her würde ich das dann mal sagen. Ne? So, komm, erstmal Achatnas Fänge, wie schon gesagt. Besessene, ja, die waren mal 100, 332, 359 bis 393. Ja, würde sagen, das wird unsere neue Zweihandwaffe sein. Chance auf Crit-Schaden. Ja, gut. Haben wir unsere neue Zweihandwaffe, das heißt. Die werde ich irgendwie verwursteln in einer anderen besessenen Waffe oder so. Gucken wir mal schauen. So, erstmal hier überall die ganzen Sterne hier, was neu zeigt, wegmachen. Das nervt mich irgendwie. So. Ja. Ja, leider konnten wir in diesem Gebiet unsere Waffen nicht wirklich einsetzen. Aber es geht erstmal wieder zurück. Tschüss! Auf zum Archon, würde ich sagen, ne? Weg von Erde. Und einen netten Ladescreen. Pass auf, was du dir wünschst, Archon. Du könntest es bekommen. Der Stab von Aravel. Ich habe drauf gewartet. So lange. Er fühlt sich so mächtig an, wie in meiner Vorstellung. Dann solltest du es schaffen, einen Weg zu deiner Stadt freizumachen. Einen Weg? Nein, ich werde das ganze Reich freimachen. Ich werde die Schatten wegbrennen, mit heiligem Licht!
Wenn du die Zitadelle erreichen willst, brauchst du Flügel. Such den ältesten Schreiber auf. Er wandert noch immer durch die Ruinen. Er kann dir helfen, deine Aufgabe zu beenden. Ja, Level up. Jetzt haben wir wieder einen schönen Greifenflug. Kennen wir ja schon sowas aus Teil 1. Ach, sieht das nicht einfach nur episch aus, Leute. Nein, ich kann nicht selbst steuern, aber es sieht so geil aus. Diese Flugszene war schon in Teil 1 ein richtiges Highlight. Ach ja, der Greif. Mein Umhang wirbelt sehr wild umher, während wir hier schön langfliegen. Guckt euch das an. Ja, da ist es unser nächstes Gebiet. Und erst wenn wir da fertig sind, können wir nach der Elfenbein-Zitadelle, genau, danke, können wir die Nebenmissionen und optionalen Gebiete machen. Und wir sollen jetzt den Schreiber aufsuchen, der hoffentlich den, ja, Himmelsteil des Schlüssels uns überlassen wird. Ja. Ja, die haben halt auch nicht viel. Ja. Die haben nicht überlebt, die Engel. Naja. Mach auf! So, kurze Erklärung. Das tut uns mächtig weh. Das heißt, wir müssen jetzt immer dafür sorgen, dass wir dieses Schmodder hier wegkriegen. Ich habe nur keine Ahnung, wie gerade. Scheiße. Also, hier, okay. Ja, dieses Gebiet wird sehr lange dauern, Leute. Stellt euch schon mal darauf ein. Stellt euch darauf ein, dass es auch lange, ätzende Rätsel hier geben wird. Ne, ist das ein Stein? Nein. Achso, ja klar. So. Nur mit sowas können wir die Verderbnis verenderben, keine Ahnung, wegmachen. So. Hey, das heilige Licht hat hier alles gereinigt. Genau. Ach ja. Okay, mach weiter. Und erst wenn wir jetzt hier fertig sind. Ach, genau, die Viecher kommen hier wieder zahlreich. Ja. Erst wenn wir hier fertig sind. Bitte! Bitte! Machen wir endlich die ganzen optionalen Sachen. Denn auch hier bekommen wir wahrscheinlich. Ja. Hier bekommen wir auch wahrscheinlich. Ja. Nein, ich weiß, dass wir hier unsere nächste Sache bekommen. Um halt. Also, nächstes Item. Ich glaube, der Seelenteil ist das, wo wir hier. Diese Portal-Rätsel wie aus Teil 1 machen können. So. Und hier brauchen wir wirklich all unsere Fähigkeiten, die wir bisher erlangt haben. Aber naja, was soll's. Blutfleck, ich dachte, das wäre so ein Zeichen für Rolle des Schriftrolle des Seelenlenkers. So.
Schriftlenker, das ist klar. Ja. Da oben sehe ich schon wieder einen Stein, den ich abballern kann, aber nicht von hier unten. So Leute, ihr seht hier alles verseucht. Das müssen wir alles nach und nach entseuchen. Und das wird eine verdammte Quälerei. So viel kann ich euch schon mal sagen. Wir können auch bisher nur in einer Truhe, Alter, was ist los? Truhe hingehen, denn die ist verschlossen, da ist die Verderbnis, und deswegen können wir nur hier durchgehen. Erstmal. Mach auf. Wir haben noch, ist das hier recht gechillt. Liegt auch noch. Wer war denn er? Tja. Der Reiter kommt. Ich bin schon da. Ja, wie gesagt, ab diesem Dungeon wird es mit diesem Zeug hier richtig krass abgehen. Wow, hey, was ist denn da? Alle Gegner müssen schwinden. Ich bin kein Gegner. Komm ran. Ja, Feigling, ne? Verpisst du dich hier wieder? Du Engel, du. So, erstmal die Fratze abballern. Und die Fratze abballern. Und die Truhe. Also, andere Seite. Ja Mensch, ich öffne meine Truhen und Türen auch immer von der anderen Seite. So. Wie gehen wir vor? Wir gehen da noch nicht vor, da kommen wir noch nicht lang. Aber hier. Ja. Weh. Bin durch. Was das sind noch die einfachsten Kämpfe in diesem Gebiet. Wir machen geil Schaden, muss ich sagen. Was ist nur mit der Pistole? Jetzt hört er schon wieder hier. Ein Stein, oder? Moment. Ich höre da wieder einen Stein wieder. Ja, ha! Gewusst. So, 4 Steine fehlen noch von dem mystischen Steinkisten. Und da wird leider eine Kiste abgegriffelt. Ja, passt. Mal hier komplett abschauen, absuchen. Da geht's ins Freie. Dann gehen wir ins Freie. Ja, dieses Gebiet. Mein absolutes Hassgebiet und Dungeon. Leute, wie es hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Bis later.